Ich begrüße euch ganz herzlich hier aus dem TSW4 von der Strecke Köln-Aachen in einem Szenario aus dem Creators Club mit der Baureihe 193. Wir fahren hier den Intercity nach Köln und sind hier unterwegs in dieser wunderbaren Einzig-Anders-Lackierung vom User NE. Wirklich sehr detailliert, sehr schön gemacht. Gucken wir uns gleich noch en Detail an, haben Intercity-Wagen am Haken. Und ich würde sagen, wir steigen einfach mal ein und haben heute übrigens eine kleine Premiere in diesem Sinne, weil wir heute das erste Mal mit LZB in der 193 unterwegs sind. So, dann einmal die Beleuchtung. Na, können wir mal auf Schwarz-Weiß schalten. Dann einmal das Display hier noch umgestellt. Türen sind auf. Wir sind eingewählt in Deutschland. Hervorragend. Zugsammelschiene ist an. Dann können wir die Sicherungssysteme anmachen. PZB und LZB sind an. Zugart M, das ändern wir noch direkt. AFB. Und zwar, also ich glaube, die E-Bremskraft können wir erstmal erhöhen auf 240 kN. Zugkraft lassen wir bei 300. Oberstrom passt soweit. Betriebsart EPNBU aus. Da PZB-Modus O. Einmal noch umgestellt. Bremsart R ist in Ordnung. Zugbeleuchtung noch an. Okay, dann AFB freigeben. AFB. Und setzen wir schon mal auf die 40. Und bestätigen natürlich. Dann können wir die Türen rechts schließen. So, Türen sind soweit so zu. Sehr schön, hier haben wir auf jeden Fall auch Zugziele im Szenario. Das ist auf jeden Fall immer ganz cool. Und dann lösen wir die Bremse. Sie verlassen wir heute aus und erhöhen die Leistung. Ich hoffe, das passt soweit. Müsste aber eigentlich alles passen. Wir haben die Spitzensignale an. Eigentlich können wir sogar auf gedimmt gehen, weil das praktisch ein TSW4-Fahrzeug auf einer TSW2-Strecke ist. Dementsprechend haben wir diesen ultra krassen Lichtkegel. So, ich hoffe, ich habe gar nicht auf die Signale geachtet, aber das scheint wohl in Ordnung zu sein. Bisschen komisch, dass wir hier aus diesem Gleis ausfahren in Richtung Köln. Normalerweise sind die Ausfahrten in Köln eher auf diesen Gleisen. Aber et is wie et is, wie man in Kölle sagt. So, dann schauen wir mal. Wir dürfen ausfahren mit 40 und Signal zeigt Fahrt. Wir befreien uns direkt. Bleiben bei den 40 natürlich. Sehr schön. Jawohl, genau. Wir sind unterwegs mit dieser IM einzig anders Lackierung zur Feier der LGBTQ-Community bzw. der Diversität im Allgemeinen. Wir haben es hier diverse, diversify, versatile, das kann ich nicht lesen, mongfoldig, könnte niederländisch sein. Rosmanity, weiß ich nicht. Valtozatos. Oh. So, wir dürfen auch schon schneller fahren. Machen wir auch sofort. Dann gucken wir uns das Repaint noch gleich weiter an. Einmal hoch auf die 100. Und Leistung darf aufgeschaltet werden. Wir haben heute einen Zwischenhalt, nämlich in Düren. Und das war es aber auch mehr nicht. Aber was wir mal machen könnten, wir könnten mal einen Screenshot machen. Dann können wir uns direkt mal... Also es ist super dunkel hier auf der Seite. Nee, wir machen noch keinen Screenshot. Machen wir gleich. Vielleicht haben wir dafür einen schöneren Ort. Dann nerve ich euch erst später damit mit den Screenshots. Aber soweit sich hier noch das Repaint angeguckt, haben wir hier das DB-Logo. Vorne dran 193, 366 Strich 2.
und Joa. Hinten dran die Intercity-Wagen. Altbekannt. Dann würde ich sagen, bleiben wir jetzt mal im Führerstand. Noch ganz kurz geguckt, ob wir hinten überhaupt rote Lichter haben. Jawohl, haben wir. Und wir dürfen 120 fahren. Und gleich auch schon 140. So, und heute hier ersatzweise unterwegs für eine Baureihe 101, die normalerweise hier den Zugdienst übernommen hätte. Aber die, weiß ich nicht, scheint wohl ausgefallen zu sein oder hat irgendwelche technischen Probleme, war gerade nicht verfügbar. So, Zugziel, Zuglängenmesser aktiviert, damit wir wissen, wann wir Leistung aufschalten können. AFB stellen wir schon mal auf 140 und können dann bestätigen, wenn wir Map hören. Da ist es, und bestätigen. Genau, ne, also eigentlich hier nur 101 unterwegs. Die sieht man leider heute immer seltener tatsächlich auf deutschen Schienen, genauso wie die Intercity-Wagen. Werden nach und nach ausgemustert. Erst vor wenigen Wochen die Meldung noch gelesen, dass ja jetzt allesamt alle Bordbistros aussortiert werden aus der Intercity-Flotte. Und ja, das ist halt der langsame Niedergang, oder ja, Niedergang ist es nicht, aber das Ende der Intercities, das auf jeden Fall schon lange eingeleitet wurde. Aber so ist das halt mit Modernisierung, ne? So ist das dann leider. Aber umso schöner, dass wir sie halt im Simulator drin haben, ne? Dass wir da tatsächlich diese wundervollen Wagen hier praktisch für immer und ewig im Simulator haben werden. Egal, was mit ihnen passiert in der Realität. Schön wäre natürlich noch, dann, wenn da irgendwann dann auch noch doch nochmal der Steuerwagen dazu käme. Wer weiß. Ach ja, Intercity-Steuerwagen. Das wäre was. Kann man den Vectron eigentlich mit dem Steuerwagen steuern? Frage ich mich jetzt gerade. Hat er da... Habe mich kurz gefragt, ob der sowas wie so ZMS oder ZWS hat. Aber das wird wohl funktionieren, denke ich, oder? So, im gleichen Einschränkung auf 120, dann hauen wir mal die E-Bremse rein. Ich denke mal, das müsste passen. Wir haben nämlich genug Bremskraft zur Verfügung. Jawohl, können wir noch ein bisschen Leistung wieder zurückspeisen. So, 120 sind erreicht, AFB bestätigen. Ich weiß, da gibt es auch eine Tastenkombination für, aber ich mache das ganz gerne so mit der Maus. Szenarios aus dem Creators Club, wenn ich dran denke, und ich hoffe, ich denke dran, sehr gerne packe ich euch gerne den Link dazu in die Videobeschreibung hinein. Sollte ich nicht dran denken und ihr sucht das Szenario, kurz mal in die Kommentare reinschreiben, dann hole ich das noch nach. Mal ganz kurz hier mit der Kamera nach vorne geflogen, um mal eine kleine Vorbeifahrt zu haben. So, Signal zeigt Fahrt. Sehr schön. Und einmal hoch auf 100.
Ah ne, 110, ja, genau. Die dürfen wir jetzt erstmal fahren. Und dann ist die LZB auch nicht mehr weit weg, die LZB-Phase. Und dann können wir das erste Mal, glaube ich, zusammen hier in einem richtigen Zugdienst mit dem Vectron auch mal 200 km/h fahren. Haben wir bisher nicht gemacht. Maximal immer nur 160 gefahren. Und ja gut, wir sind einmal in irgendeinem Stream, habe ich mal versucht, den Vectron einfach mal auf Höchstgeschwindigkeit zu beschleunigen. Aber ja, das ist auch schon alles. Da sehen wir noch den Mond, begleitet uns heute auch auf der Fahrt nach Köln. Habt ihr in der Kindheit, wenn man vielleicht zum Auto der Eltern saß, nachts über und den Mond gesehen habt, habt ihr immer auch gedacht, dass er einen verfolgt? Oder dass man, wenn der Mond vor einem ist, dass man den Mond dann verfolgt? Das ist mir gerade so als Gedanke gekommen. So, 160. Und das können wir dann jetzt bestätigen und beschleunigen. Achso, habe nicht bestätigt. So. Kleiner Anfängerfehler. Was noch cool wäre, wenn man in Szenarien angeben könnte, um wie viel Uhr man ankommen soll. Und was es im Train Simulator gibt, was ich mir auch noch wünschen würde, wäre so eine Estimated Time of Arrival, dass der Simulator dann selbst ausrechnet, dass man bei aktuellem Fahrverhalten um so viel Uhr und so viel Sekunden ankommt. Wir waren schon lange nicht mehr auf Köln-Aachen unterwegs, ne? Also seit TSV4, glaube ich, nicht ein einziges Mal. Weil wir einfach sehr, sehr viel Dresden-Riesa und Vorarlbergbahn gefahren sind. Aber gut, ne? Ist ja klar, wenn es eine neue Strecke gibt, dann guckt man sich erstmal die in aller Ausführlichkeit an. Und dann kehrt man zu alten Bekannten zurück, aber mit neuen Gesichtern. Zum Beispiel eben hier dann mit dem Vectron auch mal dann auf Köln-Aachen. Weil mit dem ICE hier auf Köln-Aachen, das kennt ja jeder von uns, das hat ja jeder von uns schon mal gemacht. Und zu Haufen gesehen, oh. Hoffen wir mal, dass das klappt. So. Warum auch immer jetzt hier gleich 80 gelten? Ah, ich weiß warum. Weil wir da gleich unnötigerweise eine Weiche polieren werden. Weil das vom TSV da immer so vorgegeben ist, der Weg hier auf Köln-Aachen. Warum gibt es hier eigentlich 80 mit Ankündigung auf 80? Zugbeeinflussung. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, worüber ich vorher noch gesprochen habe. Achso, ja genau, ne? Also wir sind hier lange nicht mehr hier auf Köln-Aachen unterwegs gewesen und dann ist es doch irgendwie ganz schön, hier mal zurückzukehren zu der Strecke, die ja mit TSV 2 veröffentlicht wurde. So, jetzt nehmen wir die Weiche hier einmal rechts. Schrubben die einmal. Dürfen hier am Bahnsteig vorbei. Und
Und dann würde die Weiche gleich wieder passieren und dann zurück aufs Gleis geleitet werden. Ja, da wurde wohl ein Weg einfach schlecht ausgewählt. Das ist einfach der Weg, der einzige Weg, der halt es einem dann aber auch erlaubt, in Düren zwischenzuhalten. Dementsprechend mussten wir jetzt auch praktisch diesen kleinen Umweg hier nehmen über diese Weiche. So, 160. Und auf geht's. Leistung ist aufgeschaltet. Hervorragend. Können uns auch das Licht anmachen, aber ich finde es etwas grell. Haben wir eigentlich sowas wie so eine Art Leselicht? Nicht, dass ich wüsste. Dann ist es. Ah doch, Moment. Ah. Können wir aber auslassen. So, volle Zugkraft voraus. So, dieser Abschnitt der Strecke wird, ich glaube, bis Düren mit 160 befahren. Und danach müsste die LZB irgendwo einsetzen und dann dürfen wir sogar auf 200 hoch. Kann der Vectron eigentlich schneller als 200? Ne, 200. Okay. So, jetzt aber ein kleiner Screenshot. Einmal reinzoomen. Schärfentiefe niedrig setzen. Und einmal den Schwerpunkt, den Fokus setzen. Oh, komm, ein bisschen Rotation können wir auch mal reingeben. Na, eher so vielleicht. Aber auch nur dezent. Genau. Eigentlich wäre es auch mal interessant, eine Mitfahrt nur von hier oben zu haben, oder? Also nur so praktisch von oben geguckt, sodass man auch so ein bisschen die Strecke mal rechts und links sieht. Aber das machen wir nicht jetzt. So, 3,5 Kilometer. Jetzt kommt so eine recht langgezogene Linkskurve. Und dahinter verbirgt sich dann Düren. Hier sehen wir auch übrigens, glaube ich, schön die Schienenüberhöhung. Ne? Bremseinsatzpunkt erwarten. Also AFB einmal ganz hoch. Und der Zug macht jetzt auch schon von alleine. Sehr interessant hier, das erste Mal jetzt LZB. Habe ich jetzt vorher auch nicht gesehen, wie genau das hier aussieht. So, 1,3 Kilometer noch. Anhalten müssen wir, glaube ich, dennoch selbstständig. Sowieso ist es, glaube ich, doch bei der LZB so, dass unter 100 km/h selbstständig gebremst wird. So, 80 sind
erreicht. Einmal voll die E-Bremse reinhauen. Einmal über die Weiche, gucken, dass wir mit 60 am Bahnsteigsanfang sind. Das kriegen wir auch sehr gut hin. Lassen die E-Bremse weiterhin drin. Passen wir überhaupt mit dem Zug am Bahnsteig? Ich glaube, da müssen wir echt den gesamten Bahnsteig einmal ausnutzen. So, lassen wir erstmal weiter nur mit der E-Bremse reingebremst. Und jetzt können wir ein bisschen die Zugbremse dazu nehmen. So. Und ja, noch ein, zwei Meterchen und jetzt können wir anhalten. Wir können ja mit der Lok ein bisschen über den Bahnsteig hinausstehen, das ist ja gar kein Problem. So, Türen auf. Schauen wir mal. Ja, das passt. Oh, das ist auch ein schönes Bild, oder? Nehmen wir mal die Rotation wieder raus. Na gut, dann lassen wir sie ein bisschen drin. Ja, schön. Die sehen ja gruselig aus. Ja. Bisschen die direkte Bremse anwenden und die Zugbremse schon mal lösen. So, die meisten scheinen jetzt hier ausgestiegen zu sein. Wahnsinn. Voller Bahnsteig hier in Düren. So, und wir müssen jetzt die Türen schließen. Ja, da gehen doch Leute rein und raus. So, aber ich glaube, das war's. Sehr gut, dann können wir die Türen schließen. Jawohl, die Türen sehen zu aus. Lokbremse lösen und Leistung aufschalten. Also, hier um mal ganz kurz das Display zu erklären. Also hier wird die aktuelle Geschwindigkeit angezeigt, die wir fahren. Und dieses rote Dreieck hier zeigt die aktuell erlaubte Geschwindigkeit an durch die LZB. Und das hier müsste dann die Geschwindigkeit sein, die als nächstes dann angekündigt ist. Aktuell sind es 100. Mal schauen, das müsste sich jetzt gleich, denke ich, mal ändern. Oder wird sich gleich bestimmt ändern in ein paar Sekunden. Und dann haben wir hier den Abstand und sehen, dass wir für die nächsten 9,9 Kilometer halt überwacht werden. Und erst in über 9,9 Kilometern gelten dann die entsprechenden 100. Schauen wir mal gleich, wie gesagt, wenn wir den Bahnsteig hier komplett verlassen haben, ob sich da was ändert im LZP-Display, müsste eigentlich. Das hat sich jetzt geändert. Und jetzt sehen wir, dass wir 200 erlaubt haben durch die LZB, durch das rote Dreieck hier. Und 200 sind auch voreingestellt durch die AFB, durch das gelbe Viereck. Das
heißt also Hable on the Table. AFP auch voll durchgedrückt. Und jetzt lassen wir den Zug einfach mal machen. Und uns mal schleunigst auf 200 km/h hoch beschleunigen. Bis Köln sind es dann noch 35 Kilometer. Und bis Köln Hauptbahnhof. Der Zug wird dann vermutlich weiterfahren, denke ich mal, noch bis Köln-Messe-Deutz. Und ab da, ja, weiß ich nicht, ob der nicht da vielleicht sogar endet. Da haben wir ein bisschen was an S-Bahn-Verkehr. 423. So, 160 sind passé. Und jetzt werden wir endlich mal ein bisschen schneller als 160. Können wir die Vorteile der LZB ausnutzen. Rechts von uns die S-Bahn-Gleise. Die werden hauptsächlich nur von den S-Bahnen benutzt. Die Gleise, auf denen wir unterwegs sind, die werden vom Fernverkehr benutzt, von Güterzügen und vom schnellen Regionalverkehr, also von Regionalexpressen zum Beispiel auch. Km/h. So, LZB Schnarre gehört. Na komm, 200. 200, sehr gut. So, also LZB Schnarre gehört. Das heißt also, in über 9,9 Kilometern haben wir 100 km/h zu erwarten. Das ist jetzt die einzige Änderung, die uns da angezeigt wurde. Aber wie weit genau die 100 km/h entfernt sind, wissen wir nicht. Wir wissen nur, dass sie mindestens 9,9 Kilometer entfernt ist. Auf dem Meer überwacht die LZB, zumindest jetzt hier in diesem Fall nicht. Ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht andere Fahrzeuge gibt, wo dann eine Darstellung von über vier Ziffern möglich sind. Aber hier in diesem Display ist auf jeden Fall kein Platz mehr für mehr als vier Ziffern. Denn ich kann mir vorstellen, dass die LZB auch auf mehr als 9 Kilometer überwacht. So, jetzt sehen wir, jetzt läuft die Zahl da ab. 9,4 Kilometer. Noch 9,2 Kilometer. So, und so lange läuft die Zahl halt ab, bis wir dann irgendwann die 4000 erreicht haben. Und ab da geht dann praktisch dieser Balken runter bis auf die 0. Wir sehen hier das B, das bedeutet, dass die PZPs, wenn ich es richtig verstanden habe, in so eine Art Standby-Modus gegangen ist. Also die PZB ist noch an, sie ist noch da, aber sie hält sich jetzt gerade nur einfach im Hintergrund. Und das Ü ist halt an, weil wir LZB überwacht sind. Die LZB sollte uns eigentlich dann von alleine runterbremsen. Ich weiß gar nicht, warum wir ehrlicherweise in 6 Kilometern schon auf 100 runter müssen. Weil bis Köln ist es noch ein ganzes Stück und die LZB ist bis kurz vor Köln Hauptbahnhof. Da kommt uns ein Regionalexpress entgegen. Gleich sind die
4000 Meter erreicht. Bremseinsatzpunkt erwarten. Mhm. So, und jetzt läuft dieser Balken auch runter. Nee, tut er nicht. Oder doch? Doch, tut er. Ja. So, Bremseinsatzpunkt erwarten. Gefahrenleuchtmelder ist schon an. Und jetzt wird reingebremst. Bisher nur mit der E-Bremse. Sehr, sehr gut. Das führt auch dazu, dass wir ein bisschen Energie zurückspeisen können. Sehen wir hier, wir haben 800 Kilowattstunden verbraucht. 295 wieder zurückgespeist. Da läuft übrigens die Bremskurve weiter runter. Und ab hier gelten die 100. Genau, gelten weiterhin 100 km/h, warum auch immer. So, mal schauen, was jetzt uns angezeigt wird. Ja. Okay, wir haben diese Weiche hier passiert. Aber wir halten hier nicht. Auch das ist, glaube ich, dem Weg geschuldet, den der TSW einem vorgibt, wenn man halt eben diese Zwischenhalter hat. Der Weg, den wir praktisch nehmen, das ist nicht der, der vorgefertigt ist für Fernverkehrszüge, sondern für Regionalexpresszüge, die zwischendurch nämlich auch mal anhalten. Und wenn wir die Weiche passiert haben, werden wir auch auf 200 vermutlich wieder hochbeschleunigen können. Dürfte in wenigen Metern der Fall sein. Ja, da sehen wir es. 200 km/h dürfen wir jetzt fahren. Und 160 in über 9,9 Kilometern. Da haben wir wieder diese, ich glaube, ich erwähne es jedes Mal, diese sehr, sehr hohe Fußgängerbrücke. Ich glaube, das ist eine Fußgängerbrücke, die einfach sehr markant ist und auch sehr schön gebaut ist. Nicht so eine Standardbrücke, die es im TSW so oft gibt, sondern schon so eine sehr markante Brücke. So, 15 Kilometer noch bei den Geschwindigkeiten, die wir gerade fahren, geht das auch ganz, ganz schnell. Wir werden so in ungefähr 10 Minuten da sein. Ich glaube, jetzt gibt es auch in diesem Sinne keine Zwischenhalte mehr. Also keine, wo der TSW denkt, dass wir da zwischenhalten können. Von daher werden wir auch jetzt erstmal für ein paar Kilometer noch die 200 theoretisch ausfahren können. Also ich muss sagen, es macht schon ordentlich Spaß hier im Vectron durch die Gegend zu donnern. So, 200 sind erreicht.
Haben wir übrigens stabile 60 Frames pro Sekunde. Also wirklich kaum irgendwie irgendwelche FPS-Einbrüche. Sieht sehr, sehr, sehr gut aus. 61, 60, 59. Sehr schön. So, in 2,8 Kilometern dürfen wir nur noch 160 fahren. Bremseinsatzpunkt erwarten. Bis Köln sind es noch ein bisschen mehr als 7 Kilometer. Und dann müsste die LZB jetzt gleich selbst anfangen zu bremsen. Beziehungsweise nicht die LZB, sondern halt eben die Lok fängt dann an zu bremsen. Bisschen wenig KI-Verkehr, der uns entgegenkommt, ist ehrlicherweise in dem Szenario. Wäre schon schön gewesen, wenn es da etwas mehr gegeben hätte. Zu erwarten. In 2,4 Kilometern. Und damit befinden wir uns jetzt auch schon im Speckgürtel Kölns. Dürfen nicht vergessen, dass wir gleich noch LZB Ende bestätigen müssen. Ankündigung auf 70 müssen wir es natürlich nicht bestätigen, weil wir LZB überwacht sind. Aha. Zugbeeinflussung. So, LZB Ende bestätigt. Zugbeeinflussung. Signale und Fahrplan beachten. Geil. Schön, wie kommunikativ die Lok mit einem ist. So, noch sind wir LZB geführt. Das müsste in ein paar Sekunden dann auch nicht mehr der Fall sein. Dann wird es immer kurz kritisch, wenn man dann selbst wieder übernehmen muss. So. Jetzt hat es nochmal geschnarrt und gleich ist es weg. Hier ist noch Kabel auf jeden Fall. Das müssen wir jetzt noch nicht bestätigen. Da ist der Kölner Hauptbahnhof, der Kölner Dom, der sich da einem entgegenstreckt. Huch, was denn da mit der Oberleitung passiert? So, Lok bremst selbst auf 40 noch runter. Macht das auch noch für uns. Kurz die Zugbremse mit aktiv. So, mal schauen, ob wir das vielleicht schon bestätigen müssen. Ja, müssen wir. Jetzt sind wir wieder ähm,
LZ-PZB geführt. Oh. Warum halten wir an? Okay, war die AFB. Ach, war glaube ich keine Nullstellungszwang, kann das sein? So. Jetzt sind wir eh überwacht auf 45 km/h. Und da ist der Kölner Hauptbahnhof. Da ist immer viel, viel los in Realität. Und jetzt ist leider gar nichts los. Also da muss ich wirklich sagen, also nette Szenario-Idee, aber ein bisschen mehr KI-Verkehr wäre schon nicht schlecht gewesen. Muss ich ehrlicherweise zugeben. Also, da kam uns doch irgendwie am Ende sehr, sehr wenig entgegen. Nichtsdestoweniger, wir haben trotzdem unsere Fahrgäste sicher nach Köln gebracht. Nächster Halt ist an Kölnmesse Deutz. So, wir fahren bis vorne in diese Linkskurve vor. 500 Hertz Magnet ist auch an. So, das passt schon. Tür auf. Und ja, mit diesem Bild hier aus Köln verabschiede ich mich von euch. Bedanke mich fürs Zuschauen. Und hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss, ciao. Und auf Wiedersehen.